Eddie und Frank sehen sich gerade in Brimstone um. Und die neuen Jungs haben deinen Kumpel gefunden, Johnny Powell. Ja, er fand deine Einladung nicht so toll. Wir haben ihn ins Hinterzimmer gebracht, damit er sich da eine Weile die Hosen voll machen kann. Komm mit. Gut. Wenn du mich fragst, der Kerl hat sie nicht mehr alle, Jackie. Der wohnt nicht bei der Queensboro Bridge. Der wohnt drunter, in einem Pappkarton. Gut, komm schon. Der ist hier hinten. Hey, wie geht es Frau und Kinder? Er ist gut aufgelegt. Also gut, tu, was du nicht lassen kannst. Nimm an, du würdest in einem großen Haus leben und Bücher besitzen. Ich meine, andere Idioten könnten mit Rasenmäher am Nordpol wohnen. Aber das heißt gar nichts. Ich kann ein Geheimnis bewahren. Lass mich nur gehen und ich werde nichts sagen. Alles ist gut, okay? Alles ist gut. Bloß kein Stress. Die Leute finden immer alles wertvoll, was sie nicht verstehen. Deshalb sind wir zum Mond geflogen. Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Johnny Paul, du siehst scheiße aus. Du solltest der Experte sein. Ich habe dir gutes Geld dafür bezahlt, dass du mir hilfst, klarzukommen. Und zum Dank machst du dich mitten in der Nacht einfach davon? Jackie, ich habe alles getan, um dir zu helfen, die Finsternis zu kontrollieren. Aber in deiner Nähe zu sein, wurde zum Problem. Die Finsternis ist verdammt verführerisch. In deiner Gegenwart konnte ich hören, wie sie mir zuflüstert. Sie hat angefangen, mich zu verändern. Ich habe sie rausgelassen, Johnny. Ich kann sie nicht kontrollieren. Du hast die Finsternis wieder rausgelassen? Mein Gott, Jackie, das ist Selbstmord auf Raten. Dann hilf mir, sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Man kontrolliert die Finsternis nicht, Jackie. Man hat eine Scheißangst, kauert in der Ecke und hofft, dass sie weggeht. Je länger die Finsternis aktiv ist, desto mehr versucht sie, dich zu verwirren. Sie stellt dir Fallen, lässt dich Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ich brauche deine Hilfe. Also stehst du wieder auf der Gehaltsliste, bis ich dich gehen lasse. Ein paar Arschlöcher hatten es auf meine gesamte Operation abgesehen. Und wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, ist irgendwie mit der Finsternis verbunden. Finde heraus, wer sie sind und was sie wissen. Okay, okay. Ich tue, was ich kann. Ich wäre deutlich schneller, wenn mich einer deiner Gorillas losbinden würde. Bitte. Sie lebt in deinen Eingeweiden. Und du bist der Fokus. Sie will Chaos. Du kannst ihn jetzt losbinden, Chief. Aber er verlässt diesen Raum nicht, verstanden? Der Kerl hat sich echt gehen lassen. Ich hatte ihn für ziemlich smart gehalten. Jetzt sieht er irgendwie aus wie Katzenkotze. Hey, Frank und Eddie sind aus dem Club zurück. Sie warten mit Jim in deinem Büro. Okay, danke, Vin. Hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf, Jackie. Fürchte die Finsternis, als wäre es der leibhaftige Teufel. Alles, was sie sagt, ist gelogen. Mich dürstet nach Blut! Okay, das war schräg. Wie läuft's denn so, Jackie? Alles okay, Tante Sarah. Wie geht es dir? Ich habe Arthritis und zwei kaputte Knie. Jeder Tag ist ein Geschenk. Was glaubst du, wie es mir geht? Du bist was Besonderes, weißt du? Und du siehst scheiße aus. Weißt du das? Ich mach dir ein paar Fleischbällchen. Die magst du doch so gerne. Ist bald fertig. Eine feine, selbstgekochte Mahlzeit ist genau, was du brauchst. Du bist die Beste. Darauf kannst du wetten. Jackie, das willst du wirklich hören. Dieser Penner Swifty hatte recht. Die Arschlöcher, die uns angegriffen haben, sind im Brimstone. Was habt ihr scheiß Genies rausgefunden? Es war Eddie, der es gehört hat. Ich war, anderweitig beschäftigt. Er war damit beschäftigt, Koks vom Arsch einer Nutte zu schnupfen. Multitasking war nie mein Ding. Während diese beiden Hohlköpfe ihre Stoßstangen poliert gekriegt haben, hat eine der Nutten etwas über die neuen Besitzer gefaselt. Ich hatte dieses Mädchen Camille, hat gesagt, der Schuppen sei letzten Monat aufgekauft worden. Die Neuen hätten sich das Obergeschoss genommen. Ja, aber das ist noch nicht das Beste.
Camille sagt, sie hat einen seltsamen hinkenden Typen rein- und rauslaufen sehen. Sie sagt, er sieht aus wie Nosferatu auf Crack. Wer zum Teufel ist Nosferatu? Deine Oma. Keine Ahnung, ob der Irre oder seine Crew noch da sind. Wäre aber einen Blick wert. Okay, genug geredet. Ich sehe es mir an. Ganz wie du willst, Jackie. Winnie kennt ein paar der Mädchen dort, die dich reinschmuggeln können. Hey Jackie, hast du die Billardhalle zerlegt oder was? Bist ein guter Junge, Jackie. Du wusstest schon immer, wie man ein paar Gesichter demoliert. Was ist? Hi, Jackie. Hey, Jackie. Jimmy hat mir das vom Brimstone Club erzählt. Ein echter Scheißladen. Lässt du es dir da besorgen? Du weißt doch, dass ich nie in so ein Drecksloch gehen würde, aber ich habe einen Freund, der da hingeht. Manchmal, wenn woanders geschlossen ist. Nachts. Ich kenne ein Mädchen namens Venus. Bestimmt kann die dich reinschmuggeln. Die neuen Besitzer sind echt pingelig an der Tür. Waffen sind da drin tabu. Aber wir schieben Venus eine saubere Waffe mit Schalldämpfer zu, bevor du ankommst. Du weißt schon, du ziehst dein Ding ab und machst sie fertig. Sehr gut. Also gut. Bist du bereit für ein paar scheiß Antworten? Bring mich zu diesem Drecksloch, Winnie. Ich dachte schon, du fragst nie. Also los. Jackie, warte! Was ist los? Diese Nachricht. Wo hast du sie nochmal gefunden? Von einem toten Kerl, der mich töten sollte. Oh, Scheiße! Was ist denn los? Nichts. Das sind sie nicht. Das war richtig übel. Ich muss mich weiter umhören. Viel Glück bei deinem Amoklauf! Die Jungs und ich bringen ihn zum Zoo, solange du weg bist. Idioten mögen den Zoo. Dann mal los, Win. Sauber, Jackie. Was hältst du davon, wenn wir ein paar Nippel drehen und sehen, was passiert? Ich erinnere mich noch einmal, im Sommer. Es war scheiß warm. Jenny und ich saßen auf der Veranda, mit Eiswaffeln, um uns abzukühlen. Und dann kam dieser verfickte Junge vorbei. Du kennst den Typ. Ein totales Arschloch. Er schubst mich zur Seite und setzt sich einfach zwischen uns. Und Jenny? Sie sieht ihn nur an und schmeißt ihm ihr Eis in den Schoß. Er hat sie geschubst. Also tat ich, was ich tun musste. Ich hab mir den Pisser geschnappt. Ich dachte, ein paar Monate Schnabeltasse würden ihm Manieren beibringen. Jenny hat mich eine Woche ignoriert. Dich? Wohl kaum, Chef. Sonst wüsstest du es. Ich muss dich filzen, Naser, Junge. Ja, genau. Arme seitlich ausstrecken. Das ist ein friedlicher Schuppen. Keinen Ärger. Hast du eine Knarre dabei, Sportsfreund? Wer? Ich? Um die Party zu versauen? Yes, sauber. Geh rein. Einen schönen Abend noch. Gleich durch die Tür da. Lass deine Träume wahr werden. Was du brauchst, ist eine Geschichte, in der du mal nicht einbringst. Die Kunden. Du scheiß die Kunden. Ein Schuss muss mich lassen. Dreh dich um! Zur Action geht's da lang. Hi. Hallöchen, Baby. Lust auf eine schöne Zeit? Du musst Venus sein. Ich bin Jackie, Winnies Freund. Tja, Winnies Freunde sind auch meine Freunde. Wieso kommst du nicht mit in mein Zimmer? Ich glaube, ich kann da was ganz Besonderes für dich arrangieren. Komm mit, Hübscher.
In diesen Aufzügen gibt es keine Kameras, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich habe Winnies Kanone in meinem Zimmer versteckt. Wenn die Kerle sie finden, bringen sie mich um. Die machen keine Spielchen, Jackie. Das sind echt abgefuckte Leute. Die sind total durchgeknallt. Versprich mir einfach, dass du mich nicht hängen lässt, wenn was schief geht. Du musst also schnell in den zweiten Stock. Hörst du mir zu? Ja. Verstanden. Also los, da lang. Management beschweren. Hast du diesen neuen Kerl gesehen, den mit dem Buckel? Willst du dieses Monster nach einer Gehaltserhöhung fragen? Ich dachte mir, du könntest ihn fragen. Du bist in solchen Dingen besser als ich. Für dich. Sie haben die beiden oberen Stockwerke abgesperrt. Wir dachten, die drehen da oben einfach Pornos, aber dann ist Chantal hoch in den zweiten Stock zu diesem Buckligen und seit einem Monat haben wir sie nicht mehr gesehen. Hier, das ist von Wing. Danke. Und jetzt finde diese Arschlöcher und verpass ihnen eine von mir. Baller Quasimodo die Birne weg und erlöse uns alle aus diesem verfluchten Elend. Cool! Ich hatte kein Make-up, du dumme Hure. Verdammt. Du siehst aus wie ein beschissener Clown auf Crack. Jetzt muss ich Lippenstift von meinem Schwanz wischen. Was der Name ist das? Das ist so beschissen wie der Arsch einer Frau. Scheiße, Lieber! Schacht dran. Okay, ich brauche deine Hilfe. Mach mal die Augen zu. Moment, was hast du getan? Netter kleiner Trick, oder? Jetzt siehst du, was ich sehe, stimmt's? Wie ist die Aussicht? Ich hatte kurz. Dann mal los. Hört ihr das, Brüder? Das ist der Schrei der Bestie, die sich immer weiter nähert. Die Finsternis liebt uns, das weiß ich, weil sie es uns sagt. Sie halten.
Sobald wir alles haben, gehört die Welt uns. Bruder Victor hat den Gral gefunden. Der Gral war verloren, doch Victor hat die ganze Welt durchsucht. Jahrelang. Er gehört der Bruderschaft und mit ihm werden wir die Welt vor uns zittern lassen. Was soll das? Öffne die Tür und ich frag ihn persönlich. Produziert die Essenz der Finsternis, die uns Kraft verleiht. Und Sünde ist profitabel. Ja, klingt eindeutig. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir wären am besten alle schon vor der Geburt gestorben. Ja. Es gibt keinen Gott. Gott ist nur ein Werkzeug der Finsternis. Warte noch kurz. Geh näher ran. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Mit Vergnügen! Ist das nicht genug für dich? Das Leben ist eine sinnlose Reise in eine farblose Zukunft in der Gesellschaft von weltlichen Idioten. Was soll das? Da,
Der Sicherungskasten an der Wand. Verdammt zu sein heißt auch. Schon besser. Na los, suchen wir die Männer, die es auf mich abgesehen haben. Seid ihr Typen? Keinen Schritt weiter. Nur Licht! Du bist die Finsternis!